Das ist sie, die Grundschule in Kottern. Quadratisch, praktisch, gut, aber leider schon seit langem nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Zeit. Schon seit einigen Jahren ist hier eine Erweiterung samt Sanierung des Altbaus geplant. Anfang des nächsten Jahres werden hier die Bagger rollen. Endlich. Ja, also das Schulgebäude ist halt 80 Jahre alt und unter früheren Gesichtspunkten hat man halt wenig zusätzliche Fachräume gebaut. Was die Klassenzimmer selber anbelangt, denke ich, ist die Schule gut ausgestattet. Vor allen Dingen diese Größe von Klassenzimmern würde man bei einer Neubaugestaltung so nicht mehr bauen. Da wären doch die Kubikmeter einigermaßen knapper berechnet. Die Klassenzimmer werden in dieser Form erhalten bleiben, denn der Altbau soll nur saniert werden. Neu hinzukommen werden dagegen Fachräume, Mittagsbetreuung und vor allem eine Turnhalle mit Allwettersportplatz. Die haben hier nämlich die letzten Jahrzehnte gefehlt. Eine Besonderheit dabei, der Sportplatz wird auf das Dach der Turnhalle gesetzt, was in der Region einmalig ist. Wir hatten als Ausgangspunkt das Problem, dass das Deponiegelände in der Wiesenfläche wenig tragfähig ist und einen relativ hohen Aufwand verursacht hätte und zudem drumherum um den Allwetterplatz eine Schallschutzmauer hätte entstehen müssen, um Lärm abzuhalten. Das ist auf dem Dach der Turnhalle wesentlich einfacher lösbar. Erfolgreich umgesetzt werden konnte diese Lösung bereits an einigen Schulen in der Schweiz und Österreich. Insgesamt soll die gesamte Schulanlage geöffnet werden. Hinzu kommen dann auch Stellplätze sowie ein öffentlicher Spielplatz. Der eigentliche Clou aber, in der Grundschule Kottern soll auch ein Mehrgenerationenhaus entstehen. Und das hat an dieser Stelle einen ganz besonderen Charme. Es hat selbstverständlich einen ganz besonderen Charme. Man bringt Kinder, Schulkinder mit Senioren in der Schule zusammen. Man kann miteinander Hausaufgaben machen, man kann miteinander spielen, man kann sich kennenlernen, man kann im Stadtteil zusammenleben. Insgesamt wird die Maßnahme voraussichtlich etwa 8,4 Millionen Euro kosten. Die Planungen sind abgeschlossen und die Anwohner informiert. Das Einzige, was fehlt, die Investition in die Zukunft des Stadtteils Kottern, muss noch durch die Haushaltsberatungen der Stadt.